Hey, meine lieben Freunde da draußen, willkommen zu einer neuen Folge. Was auch immer hier auf dem Kanal. Und dieses Video wird sowohl auch als ob auf beiden Kanälen kommen. Einmal auf dem Lebarko-Kanal, auf den neues HD-Kanal und einmal auf meinen burischen Kanal. Und ich bin nicht alleine, sondern mit dabei sind noch der Lebarko. Hallo. Und einmal der Ender-Dragon. Hi. So, und ich wollte euch heute mal den Pandora PvP Server vorstellen. Und ein geiler Server, finde ich. Danke. Habe ich kennengelernt durch den Lebarko. Er hat ihn gefunden, keine Ahnung wodurch, kann er ja auch mal ruhig sagen. Gutefrage.net. Ah, okay. Also da habe ich die IP bislang noch nirgendwo gepostet. Ja gut, zweimal. Aber. Ist wahrscheinlich so eine Suche-Server-Frage. Ja, das war eine. Und der Server wird geleitet von den Two Miner TV. Hallo. Und dem anderen Owner, der leider gerade nicht da ist. Und er fliegt gerade mit. Und dann gibt es noch sehr wenige Games. Also im Teleporter ist das alles noch ein bisschen verbuggt. Aber ja. Bad Wars ist momentan in Wartungen. Dann gibt es einmal hier Gun Game, was auch schon funktioniert. So, kommt ihr mal Gun Game? Ja, klar. Ich flieg mal dann rüber. Dann würde ich das gerne auch mal zeigen. Ich flieg rüber. Das ist jetzt einfach so ein kleines Game. Wenn ihr einen Kill macht, dann bekommt ihr immer ein kleines Level up. Das kann ich jetzt gleich mal zeigen. Bei jedem. Da ja jetzt der Two Miner drin ist, kann ich euch das jetzt gerne mal zeigen. Wenn ich mal also drin bin. Nicht wundern, wenn jetzt ja auf einmal die Blöcke sich verändern unter mir. Das ist so ein Trail. Und ja. Das kann ich jetzt einmal zeigen, wenn ich jetzt nicht selber gestorben wäre. So, jetzt steht ja auch einmal, er hätte mich gekillt. Leider noch alles auf Englisch. Was leider ein Systemfehler ist, da ich ihn gekillt habe. Ja, genau. Wie man hier sieht. Und jetzt steht hier unten als XP Level 2. Und ich habe ein besseres Schwert erhalten. Plus einen Helm. Wo seid ihr? Ach, da hinten. Jetzt bist du tot dafür. Oh Mann, ich bin auch noch drauf gegangen. Du bist auch tot. Jo, er rasiert einen. Oh, scheiße, es laggt. Easy. Und soll man noch großartig zu dem Spielmodi sagen? Ein sehr geiles Spielmodi geht selbst schon an zwei Spielern. Und ja. Möchte jemand noch einen Kommentar zu dem Game sagen? Nö, also kennt man ja eigentlich auch von Gomme schon. Das ist halt ganz gewöhnliches Gun-Game halt. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Spielmodi. Ja. So. Als nächsten Spielmodi haben wir hier einmal den den Skywars-Modi. Und ja, der Lebarko muss jetzt erstmal hier kommen. AK0 ist HD. Dann holen wir ihn doch einfach her. Auch so. So, ja. Hier haben wir vier verschiedene Maps, eine selbstgebaute, gebaute und drei Leute. So, wir gehen jetzt mal in die Caves, weil ich den mag. Und ich bin gerade im Zombie-Modus. Naja, ich starte mal die Map. Lol. So, in diesem Spielmodus, ich denke einfach, die Leute von euch kennen den schon. Ich hab einen Bug. Ja, hau raus. Meine Trails. Ist wirklich bislang noch ein kleiner Bug. Ja, was denn? Ich hab meine Trails sind auch aktiviert. Ja, rein theoretisch sollten die aber deaktiviert werden. Mhm. Sagen sie alle. Sagen sie doch alle. Wer ist neben mir? Der Nodus? Wer ist in der Mitte? Der Two Miner. Oh nein! Verpiss dich, Junge. Nö.
Komm runter da. Oh, Motherfucker. Ich weiß, dass du da oben stehst. Kannst du mir Eis noch werfen? Sieh ich so blöd aus? Ja. Ich kann ein bisschen Lava hochwerfen. Alles klar, mach. Ich wollte mir den Diamantblock hier oben klauen. Ja. Verpiss! Ich werde dich aber klauen. Zu Salami. Du klaust ja meine Items. Ah. Und jetzt? Ich bin in der Mitte, was bringt dir das? Scheiße. Shit. Scheiße. Am Bogen. Jetzt macht er wieder die gleiche Taktik wie vorhin. Ja, dann. Ich hoffe, dein Kumpel steht auch auf Lava. Nö, ich stehe nicht auf Lava, ich stehe auf Eis. Achso. Naja. Er hat einfach auch diesen Rainbow-Dingens. Ist doch wurscht, ob es heiß oder heiß ist. Ist klar. Ist es auch. Es ist klar, dass du gerade verloren hast. GG. Arschen. Ease. Du Ease. So, wir sehen uns jetzt gleich beim nächsten Spielmodi. Als nächsten Spielmodi haben wir hier auf dem Server den Bad Wars Modus. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, der ist in Wartungen, aber ja, wir wollen jetzt trotzdem euch gleich das Bad Wars vorstellen. Und ja. Ja, und auch die Lobby ist gerade noch wenig im Umbau. So, natürlich gibt es ja auch noch die Bad Wars Stats. Und hier sind dann natürlich die Bad Wars Maps. Aber die sind alle angehalten worden. Wegen dem Shop-System. Also die Map aber geht und dann. Ich denke mal, das wird kein Problem sein. Ja, so. Die Map, die funktioniert und dann haben wir noch. Dann lass uns so eine 8x1 spielen und dann TP All hier hin. Das ist das Nachbarn. So, jetzt stellen wir euch erstmal Bad Wars vor, weil das wird jetzt schon der letzte Spielmodus sein. Ja. Oh, Platzangst. Die Map kommt mir bekannt vor. Ja, sie ist sozusagen vom Server geklaut, die Idee. Aber sie ist nochmal. Aber sie ist nochmal um einiges verkleinert. Ja. Also sie ist wirklich nur das Nötigste vom Nötigsten. Ja. So, besser, und wenn wie kommt es, dass sie noch im Wartungen ist? Das Problem ist wegen dem Shop. Ja. Das sieht einfach alles so, wie sagt man, unübersichtlich oder wie soll man dazu sagen? Ja, unübersichtlich, und man sieht es ja halt zum Beispiel auch an den Spitzhacken. Man kriegt eine Eisenspitzhacke für ein bisschen Bronze. Weil bitte was? Wirklich? Ja. Pickaxe? Lol. Hä? Nö. Doch? Doch. Lol. Und wie gesagt, das ist halt ein wenig OP, weil du hast das eine Eisenpicke gegen andere Blöcke. Damit kriegt man jeden so ziemlich, oder jedes Bett so ziemlich sofort. Okay, Iron Pickaxe. Not Backstab. Und das Essen ist ein bisschen teuer, finde ich. Ja, wie gesagt, halt alles noch in Arbeit. Also das Bad Wars Plugin hat halt ein Update. Bislang muss man dazu sagen, sind noch keine Spielmodi, die ihr hier seht, selbst gecodet. Unser Coder ist zwar dabei, aber naja, für die Leute, die das vielleicht wissen, wie man das macht, ist das ziemlich viel Arbeit und naja, deshalb kommt das dann auch noch so weit alles.
Und dementsprechend nutzen wir noch ein öffentliches Lobby-Plugin. Lobby-Plugin, was rede ich? Bedwars-Plugin. Und das Ganze klappt dann halt auch nicht unbedingt immer so gut, wie man ja jetzt leider hier dran sieht. Shit. Bitte. Ja, prügelt euch da mal eine Runde. Ja klar, machen wir. Habe ich mal eine Ruhe. Argument des Tages. Nein, komm! Ey! Ja, zu meiner kannst du mich bitte zu dir teleportieren. Ich möchte euch ein bisschen spectaten. Ja, du kannst. Achso, ja. Warte kurz, sofort. Ernsthaft. Musste ich unbedingt in den. Oh, habe ich den falsch gerade? Sorry. Ja. Du musst mich erstmal zu dir teleportieren. Ja, komm. Ich glaube, da habe ich jetzt gerade den falschen. Warte mal. Ich hab Buch-LP. Mich Buch-LP. Danke. So, jetzt. Boah, ich dachte gerade. Ernsthaft. Ja gut. Ja gut, hab mir gesagt. Was wir das machen, was wir machen wollen. So, und man merkt schon diese Owner-Power. Und man merkt schon, was ich gerade. Das Motto vollbehindert habe. Das Motto. GG. Okay. Ja. Und so schnell geht einfach die Runde vorbei. Ja, und genau so schnell geht jetzt auch die Servervorstellung vorbei. Denn ja, momentan gibt es noch nicht viele. Wie sagt man dazu? Noch nicht so viele Modis. Wollten wir noch ein bisschen die. So, und ja, jetzt kommen noch zum Schluss ein paar Szenen aus der Lobby. Und das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.